Und ich nehme gleich wieder auf. Das ist gut. Das ist gut. Na, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Ich brauche doch. Mensch, ich brauche doch. Siegel der Heilung. So, ich kann jetzt einmal von Heilgebete und der ganzen Stärke-Scheiße runter, von der Schwertkunst runter, alles auf die Taktik. Tick-Tack, Taktik ist die miese Prise. Böse Möse hat zwei Lappen. Wenn Raul das irgendwann sehen sollte, wird er mich auch verklagen. Weil Urheberrecht. Ey, Michi, Alter. Biene, Mine, Miste? Ich finger nicht, ich fiste. Liebes Mädchen. Wieso bin ich eklig? Hast du gesagt. Warum? Ich für meinen Teil finde das ja gar nicht so schlimm. Junge. So. Ich brauche jetzt hier ausgeglichene Haltung wieder. Oder nochmal das. Das verstehe ich eh nicht. Das. Dann mein besoffener Junkie-Schlag. Ein bisschen Degeneration. Hallo? Kollege? Was geht denn bei dir ab? Oh, da war meine Fertigkeit leider schon zu Ende. Jetzt sollte ich mich mal wieder ein bisschen heilen. Ja, so funktioniert das doch schon tausendmal besser. Findet er nicht? Ja, natürlich Schattenzuflucht. Hör auf mit der Scheiße. Du hässlicher... Mann! Junge! Pam. So. Komm schon, so schwer kannst du nicht sein. Na, geht doch. Dankeschön. Jetzt ist nicht der richtige Blablabla. Für einen Neuling kämpft ihr gut. Diese Herausforderung beweist eure Verdienste. Ihr werdet aber weitaus schwierigere zu meistern haben, wenn ihr die Grenzen des Klosters erst verlasst. Geht zu Ausbilder Nguyen zurück und erstattet ihm Bericht von eurem Fortschritt. Ihr habt euch das Recht dazu verdient. So, wir haben es. Wie spät haben wir es? 4.39 Uhr, das heißt, ich nehme seit 4 Minuten auf. 35, ja, bockt sich. Wenn ich jetzt noch im Kopf rechnen könnte, dann wäre das toll, aber so geht's auch. Warum? Du sagst gar nichts mehr, du redest nicht mehr mit und nix und lachst nur, wenn ich irgendwas Schlechtes über mich sage. Mach ich doch gar nicht. Ey, komm schon, was ist das für eine Scheiße? Der Balken ist voll. Ich hab's auf Video. 27 Erfahrungspunkte. Leck mir doch die Nüsse. Michi Maus, ich geh mal eben jagen. What? Genau. I'm on the dance floor. Okay. Bist du nicht on the dance floor? Oh, ich muss wieder doch. Da lang. I'm on the dance floor. Tell me what I can do. Michi Mönch, ich bin da zu tanzen. Bockt sich. Ich bin gar nicht mehr im Kloster. Scheiße. So, das noch da, das auch noch da. Stärke. Ja, Sprinten bockt sich. Noch ein bisschen gerade dazu. Ablenkungsschlag, dann richtet eure Wache richten, dadurch fügt ihr keinen Schaden zu, unterbrecht aber die aktuelle Aktion des Ziels. Ja, das wäre eigentlich toll gewesen. Egal. Das sind diese Haltungen und Schläge. Ja, okay. Ich sehe es endlich ein. Ich hab nicht mehr. So, heilender Hauch kann ab und zu mal meine Rettung sein. Zwei hier drauf. Drei da drauf. Zwei hier drauf. Zwei da drauf. Hier noch ein. Sehr schön. So, und Abflug. It's raining, man. Hallelujah. Ich habe schon 180 Lebenspunkte. Tada. Ich bin so Porno. Mein Bild. Jetzt kann jeder mein Bild sehen. Oder war das nur für Steam? Ich hab's nicht gesehen. Und ich muss jetzt ein paar Mantiden jagen. Ich brauche nur noch 27 Punkte. Junge, bitte. So, sprinten. Ach, Naga, noch besser. Stirb, Naga. Auf, dass du nicht stirbst. Ja, ich hab... Oh Gott. Oh Gott. Es wird mich töten. Es wird mich töten. Sie sind zu zweit einfach zu stark für mich. Oh Gott, jetzt aber ernsthaft. So.
So, ich bin Level aufgestiegen. So, Hadelan, Peter, wir sehen uns, Kollege. Tschüss. Hä, habe ich mir meine Belohnung noch gar nicht geholt? Warum stand da, ich muss ins Kloster? Wir schließen kurz eine fortgeschrittene Verteidigungstechniken ab. Ich bin zwar eine Stufe aufgestiegen, aber schwul finde ich das trotzdem, und zwar ziemlich. Junge. Naja. Dann werde ich das vor allem... Dein Dschungeltroll will niemand. Yay! Das wird ein tolles Let's Play. Ich habe noch nicht mal großartig gequestet hier. Fortgeschrittene Verteidigungshaltung. Ja, klingt ziemlich einfach. Nein, ich möchte noch nicht zum Dojo. Ich muss irgendwas dafür tun. Was habe ich denn dafür bekommen? Ach, Verteidigungshaltung. Sprinten raus. Warum ist da Verteidigungshaltung drin? Ach so. Schützende Hände. Und einfach ganz stumpf. Wo ist es jetzt hin? Hä? Ach, Siegel der Heilung, genau. So, stumpf ist Trumpf. Ab geht's ins Dojo. Ich möchte jetzt zum Dojo gehen. Annehmen, ich kann euch zum Dojo bringen. Ich bin dabei. Ab geht's in Dojo. So, Wenga. Das hört sich schon fast an wie das portugiesische Schnell. Wenga, fertig, los. Ja, das braucht Adrenalin. Wie Hurensohn. Pam. Was macht das überhaupt? Verzauberung. 8 Sekunden lang werden der Schaden, den der Familie... 10 Punkte, der diesen entzogen werden. 3 Punkte werden schützen, wird der 5... Ja, natürlich, das hilft mir doch gar nicht. Ah, ich habe wieder von Taktik runter gespielt. Was bin ich für ein Opfer? Ah, scheiße. Ja, für 2 Sekunden. Wie bitterlich. Mann, jetzt muss ich mich hier schon konzentrieren bei so einer Kinderkacke. So. So, 1 Minute habe ich schon überlebt. Ich schaffe das. Habe ich wenigstens irgendwas geblockt? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Diese Fertigkeit ist ja auch nicht zum Blocken da oder so. Pam. Junge, das ist uncool, was du mit mir machst. Aber du bist Stufe 10 und ich bin gerade mal Stufe 6. Ich krieg dich zwar nicht tot, aber ich halte dich gerade dermaßen lange hin, dass es echt schon peinlich für dich ist. Ganz ehrlich. Haha. Ausgezeichnete Arbeit, finde ich auch. Ihr habt es fast geschafft, nur noch ein bisschen länger. Ich sehe das schon, gleich verreck ich noch auf die letzte Sekunde. Ah, 16 Sekunden noch. Ah, was haut er jetzt auf einmal für Schläge raus? Was soll das? So, jetzt einmal noch hier. Jetzt habe ich zu lange gewartet. So, jetzt kann er mir nichts mehr. So, die Zeit ist zu Ende. Hallo. Bist du behindert? Ihr habt euch gut gehalten, Herr Gupitore. Holt euch eure Ausbildung ab. Ausbildung soll ich mir abholen, genau. Meine Belohnung soll ich mir abholen. Ja. Belohnung stehe ich voll drauf. Ich hoffe, dieses Let's Play wird nicht zu eintönig und langweilig für euch, weil ich langweile mich sogar beim Spielen. Wie müsst ihr euch beim Zuhören langweilen? Naja, aber ich kann euch sagen, das wird noch besser. So, gut gemacht, ihr habt die Kunst der Verteidigung gemeistert, diese Fertigung. Blablabla. So, und außerdem müsste ich doch jetzt das hier. Großmeister Zahn. Oh, der hat. Das gab doch viele, oder nicht? Dum. Wie viele Erfahrungspunkte? 2000, ja, bockt sich. Was? Wir Krieger sind mit überlegener Stärke und Fertigkeiten gesegnet und wir müssen alle entscheiden, wie wir diese Gaben einsetzen. Wir können jene beschützen, die schwächer sind als wir. Oder wir können sie ausnutzen. Ich habe mich dem Schutz der Schwachen verschrieben und ich hoffe, dass ihr dasselbe tun werdet. Als ob, ich klopfe auf kleineren rum.
Ihr erinnert euch doch sicher an die Erntediebe, die ihr vor kurzem beseitigt habt. Sie haben für die Gebrüder Kaguchi, berüchtigte Kriminelle in dieser Gegend, gearbeitet. Soweit ich weiß, werben die Gebrüder gerade weitere Gesetzlose an. Wenn wir sie also nicht jetzt aufhalten, können wir uns bald auf weitere Schwierigkeiten gefasst machen. Was meint ihr, El Gruppitore? Seid ihr bereit, eure Fertigkeiten einzusetzen, um die Schurkerei der Gebrüder Kaguchi für ein für alle Mal ein Ende zu setzen? Bronzeschild. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Michi! Ja? Ich brauch dich. Ich brauch deinen Support. Hey, ho. Freust du dich? Hey, ja, ich hab was zu tun. Juhu. So, wir reisen in Dorf zu Mai. Ihr habt's ja gelesen und ihr habt gesehen, wo wir hin müssen. Hey! Was? Ich bin nicht dabei. Warum bist du... Ach so, weil du Teamführer warst. Kommst du ins Dorf zu Mai? Ach ja, ihre Karte ist schon ein bisschen größer. Du bist schon wieder Teamführer, aber das ist jetzt halb so schlimm und interessiert mich nicht, weil... Ah, passt doch jetzt, ist gut. Ich will das immer so. Ja, und ich will die ganze Zeit Safe State oder Zwischenspeicher machen, obwohl das in einem MMORPG nicht geht. Tja. Ja, ich will die ganze Zeit irgendwo speichern, aber es geht ja gar nicht mehr. Ah, Techno. Panjang-Halbinseln. Mal gucken, wo die Gebrüder Kaguchi sind. Ich habe diesen Quest noch nie gemacht. Bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht gemacht. Hatte ich irgendwie auch nie das Interesse dran. Aber auch, ich wusste gar nicht, dass man so eine Kriegerbefähigung machen kann. Und ich bin total falsch geskillt. Aber das ist nicht so schlimm. Nein, es geht sogar. 8 Sekunden lang werden Schaden, den der Verbündete erleidet, und die Lebenspunkte, in denen erzogen werden, um 3 Punkte reduziert. Wenn schützende Hände enden, wird... Ha, Michi Maus, ich habe einen ganz tollen Zauber! Oh. Ja, also ich bin gerade mehr so Prot als Healer. Nein, ich bin mit einer mehr Healer als Prot, aber trotzdem. Willst du nicht auch mal einen auf Prot machen? Nö. Warum nicht? Warum denn? So, der Kappa da ist auf Stufe 6 und macht Wassereinstimmung und versohlt mir jetzt ganz gewaltig den Hintern, Junge. Verteidigungshaltung, zack, 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 ihr trefft mich nicht. Ich bin so Mr. Agility. Hier, Lukas, das ist für dich. Nur für dich. 4 Erfahrungen bekomme ich für die nur noch. Lass mal dran vorbeigehen. Erstmal keinen Bock auf die. Ey, und guck mal, wir kommen auch aus dem Kloster und trotzdem sind die auch auf Stufe 6. Jetzt haben die mitgelevelt oder was ist da los? Eigentlich leveln die doch nicht mit. Boah, jetzt muss ich ganz außen rum, was ist denn das für eine Hu. Oh, kannst du jetzt mal stehen bleiben, sonst bist du gleich tot. Warum? Ihr seid doch schon da. Entschuldigung, ich neige wieder zur Asozialität. Für bitte der Anspruchtelung. Der wohl behindertste Kackzauber, den es gibt. So, jetzt auf den Ritu kloppen, 17 Münzen einsammeln und weiter auf den Ritu einkloppen, jetzt seinen Geist vermöbeln. Na, eine Fleischwunde kann ich ihm nicht machen, darum mache ich ihm diese Fleischwunde und Peng und Pung und Pang, Panjang, Hade Hadelan. Und ich werde mich gleich erstmal mit neuen Fertigkeiten ausrüsten, wenn die Quest hier geschafft ist. Weil, ganz ehrlich, das geht ja gar nicht klar.